im Ersten. The First Lady, ganz in Weiß heute, Cecilia Brekus. Wo selten hat man einen passenderen Kampfnamen, einen Spitznamen finden können für die erste Frau, die beim Sauerlandstall unter Vertrag steht und die bis heute die einzige geblieben ist. Seit November 2007 ist sie dort und sie ist auch sportlich die erste. Gleich in drei Verbänden hält sie den Gürtel und hat ihren Namen als First Lady absolut bestätigt. Ein makelloser Kampfrekord, 18 Kämpfe, 18 Siege. Nicht die große Puncherin, sondern eher die technisch veranlagte Boxerin. Und auch der Zuschauer erobert hat in Norwegen, dort kommt sie her. Die gebürtige Kolumbianerin, die dann adoptiert wurde von ihren Eltern in Bergen, Norwegen. Sie hat die Herzen ihrer norwegischen Landsleute erobert und ist dort ein absoluter Topstar. Ihre Gegnerin aus den USA, Kule Kupie aus Honolulu, Hawaii, Weltranglistenposition Nummer 7. Das hat bei den Frauen nicht allzu viel zu bedeuten. Und schon in der Anfangsphase ist zu sehen, in diesem auf 10 mal 2 Minuten angesetzten Gefecht, dass Cecilia Brekus von der Ringmitte aus versucht, den Kampf zu machen, auf schnellen Beinen unterwegs ist und dann aus einer sicheren Deckung heraus ihre Serien abfeuert. Boxerisch schon in diesen ersten 120 Sekunden klare Vorteile für die Weltmeisterin. Für die vierte Runde Enrique Rodriguez, der Mann mit puerto-ricanischen Wurzeln, ebenfalls in Hawaii lebend und seine Kämpferin seit nunmehr 15 Jahren betreut, seit sie 14 Jahre alt ist nämlich, hat ihr noch mal eindringlich mit auf den Weg gegeben, dass sie nicht nur zurückweichen kann, aber der Druck. Schöne Rechte von Cecilia Brekus, gut vorbereitet mit der linken Führhand und dann die Kombination zum Kopf nachgeschlagen. Und das sind nur einzelne Hände. Kein straighter Jab, keine geordnete Führhand, mit der Kupier dort versucht, die Deckung von Brekus zu durchbrechen. Auch das viel zu harmlos. Das ist doch gut. Die Umgang, pass mal auf jetzt hier, wenn die so anläuft, geh doch weg, die läuft dann ins Leere. Ja. Da brauchst du gar nicht. Wenn du, geh weg, okay. Ja, dann machst du einen Gegenangriff. Ja. Weißt du, was ich Gegenangriff mache? Weggehen, nee. Ja. Und wenn drin bist, boom. Ja. Gut, ist schon gut, Ruhe, immer Ruhe. Immer wieder die Führung dann bringen und immer überlegt. Und wenn sie an, die fällt da rein. Und die Hände schön zulassen, ja? Die Hälfte des Kampfes hier in der Hardball Arena in Helsinki ist vorbei. Und alle 5 Runden sind bisher bei Cecilia Brekus zu verbuchen. Bei der Dreifach-Weltmeisterin der Verbände WBA, WBC und WBO. Komischerweise in der Boxrec-Liste. Nummer 2 im Moment hinter Holly Holm. Die hat einfach eine sehr viel längere Karriere und mehr Kämpfe gemacht. Das wechselt da gelegentlich. Aber das ist auch die einzige Weltrangliste, die es im Frauenboxen gibt. Und sie als Dreifach-Weltmeisterin ist, wie Uli Wegner es schon gesagt hat, für ihn die Beste der Welt. Und ich glaube, das darf man in dieser Weltergewichtsklasse bis 66,678 Kilogramm auch ohne die Fürsprache des Trainers behaupten. Thank you.
Rekus erhöht den Druck. Von der langen Distanz, wo sie ihre Körpergrößenvorteile, sie ist 1,71 groß, nutzen kann, wechselt sie dann blitzschnell in den Infight. Und schauen Sie mal, wie gut die Beinarbeit ist, wie schnell sie unterwegs ist. Diese kleinen Tippelschritte. Sehr beweglich in den Beinen. Und auch geistig immer auf der Höhe. Guter Wechsel zwischen Kopf-Kopf, Kopf-Körper-Kombinationen. Und auch diese sechste Runde ist bei Cecilia Brekus. Atmen, atmen, komm atmen. Oh, das ist gut, mein Kleiner. Machst du gut. Immer wieder mit der Führung sein. Immer wieder dran denken. Die stört den Aufbau. Ja. Und schön geschlossen, wie du es gemacht hast. Ja. Da haut es alles auf die Deckung, ne? Ja. Ja, Uli Wegner mag sie. Das ist nicht zu übersehen. Früher hätte er sich im Leben nicht vorstellen können, dass er mal eine Frau trainiert, aber diese Frau hat ihn überzeugt durch ihre Leistungsbereitschaft, durch das, was sie mitbringt an Anlagen, durch ihre Athletik, durch ihren Trainingseinsatz und auch durch das, was sie jetzt macht, durch die Serien, die sie abfeuert. Sie ist sowas von klar überlegen, dass eigentlich nur ein ganz unvorhergesehener Schlag von Coupier, der dann auch noch die nötige Wirkung haben müsste, hier ihren Sieg verhindern kann. Sie hat bisher von 8 Runden 8 gewonnen und sie schickt sich an, das in der 9. fortzusetzen. Alle Kämpfe von Cecilia Brekus werden übrigens in ihrem Heimatland im Fernsehen live übertragen. Auch heute Abend ist das wieder so. Wie gesagt, die Fangemeinde groß. 10 Reporter sind hier aus Norwegen hergekommen. Sie füllt die Schlagzeilen. Sie ist in der Boulevardpresse auf den ersten Seiten. Sie hat auch in Deutschland jetzt eine gute Presse gehabt. Großer Artikel in der Welt, in der Bild-Zeitung. Also man ist aufmerksam geworden auf die Wahlberlinerin mit den kolumbianischen Wurzeln und den norwegischen Adoptiveltern. Gute Kombination wieder von Cecilia Brekus. Rechts, links. Das ist schönes, technisch anspruchsvolles, gutes Boxen, das man sich gerne ansieht. Auch wenn man sich vielleicht wünschen würde, dass Kuley Kupihe hier entscheidender mitmischen könnte. Aber sie hat heute ganz einfach nicht die Mittel dazu. Und wahrscheinlich hat sie sie ohnehin nicht, um hier Cecilia Brekus, die Dreifachweltmeisterin, zu gefährden. Die letzte Runde in diesem Weltmeisterschaftskampf zwischen Cecilia Brekus und Kuley Kupihe. Die hat zu Beginn dieses Durchgangs noch mal böse geguckt. Aber das ist auch wirklich das einzig Böse, was von der Lastwagenfahrerin aus Honolulu bisher gekommen ist. Ansonsten ist sie chancenlos gewesen in diesem Gefecht, trotz der Ermahnungen ihres Coaches, mehr zu tun. Sie hat die Mittel einfach nicht gehabt. Sie ist nicht in der Lage dazu gewesen, Cecilia Brekus hier ernsthaft zu gefährden, die auch mit der Rechtsauslage ihrer Gegnerin keine größeren Probleme hatte. Kleine Nachlässigkeiten in der Deckungsarbeit bei Cecilia haben wir angesprochen. Aber bei den Frauen kann man sich sowas gelegentlich dann auch eher erlauben, weil die Schlagwirkung, wenn dann der Konter kommt, auch nicht so besonders groß ist. Und Kupier ist auch in diesem Schlussdurchgang absolut chancenlos. Jetzt vielleicht noch Druck und ein TKO-Erfolg. Daniel van de Wiel hat gesehen, dass die Hawaiianerin nicht mehr in der Lage ist, sich entscheiden zu werden. Und er macht das Richtige, der Belgier, und bricht diesen Kampf ab.
19. Sieg im 19. Kampf, der 5. K.O. für Cecilia Brekkus. Und sie hier ist schwer geschlagen, wird nach Honolulu zurückfahren. Da gibt es schlimmere Schicksale im Leben, wenn man auf Hawaii wohnt. Sie ist die verdiente, glückliche und eindeutige Siegerin, Cecilia Brekkus. Cecilia Brekkus, 19. Kampf, 19. Sieg, Sie bleiben Weltmeisterin. Das war eine klare Sache heute Abend. Worüber freuen Sie sich am meisten? Das war ein gutes Kampf und wir haben so gut Training gemacht. Und ich und mein Trainer und die ganze Team, ich habe die beste Team in der Welt. Ich bin nur glücklich und ich habe ein gutes Gegnerin. Sie war Rechtsaufschläger und das war ein bisschen ein kleines Problem, aber ich bin zufrieden. Aber nächstes Mal komme ich und mache noch bessere. Vielen Dank, Cecilia. Dankeschön.